Chat, wir gucken jetzt ein Video, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und zwar mein eigenes 500k-Special-Video, okay? Justin hat ein 500k-Video vorbereitet. Also mit den besten Clips und so einem Zeitstrahl. Und das gucken wir uns jetzt an. Hi, Lokos. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf Hamid seinem Kanal. Ich bin Justin, ich bin der Kater von Hamid seit 2,5 Jahren. Ich habe für Hamid ein kleines Special vorbereitet für die 500.000 Abonnenten auf YouTube. Reden wir nicht viel, starten wir mit. Ey, W Justin. Video Hamid, nochmal Glückwunsch für die 500.000 Abonnenten und viel Spaß. 6.2.2020. Paderborn. Was? Oh mein Gott. Warte, wann war das? Was? 6.2. Über 3 Jahre her, Chat. Ich mache über 3 Jahre YouTube. Man muss aber sagen, nach dem Video habe ich so ein halbes Jahr Pause gemacht. Das heißt, ich mache eigentlich 3 Jahre, so denke ich. 3 Jahre, Digga, heftig. Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, Taro. Taro. Komm. Komm. Oh, Italien! Oh, Insigne! Schmeckt! Obwohl ich den eh nicht spielen werde, aber egal. Die Reise von Hamid Loco. Der Übergang war echt kacke, ne? Mit Loco Workout ernte fleißig. Ich kam aus dem Nix, so wie RB Leipzig. Was ihr macht, das ist wirklich peinlich. Steini auf YouTube mit Ende 30. Wann war das? Das war vor 2 Jahren. Wenn ihr mal anguckt, wie die Läden beworben werden. Erster Vlog. Junge, guckt euch mal bitte diesen Laden hier an. Hier sieht man einfach, es juckt einfach keinen. Die haben einfach andere Marken hier drauf, um zu zeigen. Ja, hier Fendi Store. Ich glaube auch Fendi Store, oder? Hi, Loco. Erster Gast. Ah, war das Furki? Oder Furki oder Gamer Bro? Also der erste war eigentlich Furki. Was geht ab, Jungs? Ihr habt schon gehört, irgendwer ist im Hintergrund. Und das ist nicht nur irgendwer, das ist... Ja, doch, irgendwer, Freunde. Also grüßt euch. Ich hab auf jeden Fall Bock hier. Was machen wir denn, Hamid? Wir haben beide 10 Player-Picks am Start. Jetzt fall doch nicht! Krass. Oh! 11.08.2021. Genau 2 Jahre her, erstes Video mit 1 Million Klicks. The Journey. Chat, wer ist an The Journey dabei? Einzelne Chat. 2 Jahre. Nicht hin, Alex. Eine Blamage. Digga, der Sound war einfach kaputt. Deine Fresse! Harold, du heißt Harold, Junge. Guck mal deine Stirn an, Fluglandeplatz. Kellex, selbe Stirn bekommen einfach jetzt. 19.8. Bart ab. Ah, Draft Challenge mit Bart ab. Mein Bart sah einfach cleaner aus als jetzt, hä? Guckt euch das an. Ich denke, das ist, was ihr sehen wolltet. Jetzt sehe ich genauso aus wie Harry Maguire. Harry Maguire? 25.8. erste Fußball-Challenge. Oh, 300 plus. Oh, Rishon! Erstes FIFA 22 Video. Let's go! Let's go! Yeah! Vamos! Erster Stadionvlog, 26.09. Da hab ich Mbappé gezogen. Guck mal, wie Umut aussah. Junge, wie er aussieht! Magischfinger! Erstes Video mit Gian, Digga! Oh.
gezogen. Das war irgendwie geil, Mann. Das ist echt gut bis hier, ne? Nein! Kill mich! Ich entwickle mich! Wallach, Habibi! Wir probieren jetzt eine Jabr! Wallach, eine Jabr ist in meinem Verein! Dieser Team sieht viel besser aus als vorher! Papa. 100.000 Abonnenten. Ich hab euch was zu erzählen. Warst du beim Bäcker? Nein. Was denn? Ich hab die 100.000 geknackt. Ist das krass? Ich glaub, du warst beim Bäcker. Vor noch genau einem Jahr. Nice Reaction, aber. Da hatten wir keine 1000 Abonnenten. Ich dachte, Ende dieses Jahres. 100k Special? Mache ich die 5k voll. Haben wir die 5k direkt geknackt und 10k, 50k und wir sind jetzt einfach bei 100.000. Digga, da war ich aber, habe ich ja richtig ungesund gelebt, Chat. Richtig ungesund. Guck mal, eine Pfeife im Hintergrund sogar noch. Digga, richtig jeden Tag bei McDonalds bestellt und so. Da habe ich richtig ungesund gelebt. Mein Körper tot. Wir halten kurz fest. 22. Oktober. Ja. Das ist nicht vom 31.10.2021, das ist von 2020. Das war bevor ich mit YouTube angefangen habe. 653 Abos auf YouTube. Genau. Pro 1 mit 100 Bits. Abonnenten bzw. Follower. Was ist dein Ziel bis Ende des Jahres? Ende nächsten Jahres auf jeden Fall die 800 voll machen. Nein, mehr, mehr. Nein, Digga, erstmal die 800. Wir sehen, wie Ende es sich entwickelt. Ende nächstes Jahres? Nein, achso, dieses Jahres. Achso, 800. 800. Schaffen wir. Heute haben wir das allererste Mal. Erste Mal mit Wakes. Wer bin ich? Bitch! Und als Gast haben wir Wakes dabei. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin auch dabei. Wer bin ich? Boom, boom, yeah! Und jetzt der Schuss. Ich bin so gut da drin. FIFA auf Klo, Junge, oh mein Gott. Oh, was ein Wunder. Ich bin fertig mit Passen und darf jetzt Abwehr machen. Wollt ihr mich fragen? Ich hab ein volles Icon-Drop-Team. Voll! Boah, das meistgeklicktes FIFA-Video. Was? Ist volles Icon Drop mein meistgeklicktes FIFA-Video? Nicht The Journey? LOL! LOL, Chat! Heftig! Ernst, heftig, Chat! Nicht gedacht. Komplett! Es kann nicht besser werden! Beide haben ein Team komplett frei aussuchen können und werden gegeneinander spielen. Und der Verlierer discardet sein ganzes Team. Gamer Brother, willst du auch noch was sagen? Gar kein Bock, will einfach nur Team discarden. Perfekt. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder. Ah, hier! Hä? Erstmal mit Gamer Brother, das stimmt nicht. Mein erstes Video mit Gamer Brother, das hat Justin Kacke geschnitten, Digga. Mein erstes Video war mit Gamer Brother, war direkt nach Furki und durch Gamer Brother habe ich dann mit den anderen FIFA-YouTubern aufgenommen. Also erst danach hatte ich erst Kontakt mit Wakes und Erneo und so zum Beispiel. Gamer Brother war so der erste große FIFA-YouTuber, der was mit mir aufnehmen wollte. W's Broski Chat. Gar kein Bock, will einfach nur Team discarden, perfekt. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben, aber ich nicht, Bitch, lutsch mein Schwanz. Heute gibt es das zweite Mal Schiffe versenken. Und als, wie nennt man das? Partner? Nee. Gegner, ja. Und als Gegner haben wir heute, ihr habt schon seine Dreckstimme gehört, Bro Owns. Hey, was geht ab, Leute? Bro Owns ist auch am Start. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir... Ein. Digga, wie kacke sah ich aus, Bro? Okay, sieht nicht besser aus, Digga. Da hat ja kein Kieferbruch wenigstens. Wie nennen wir das überhaupt? Discard Draft Icon, wer mehr Icon beckelt hat. Das ist der Name. Yeah! Annie hat einfach ohne Titel Licht aufgenommen, ne? Oh, yo. It's in the game. 9.1.2. Digga, das war letztes Jahr? Lol. Du hast nur das eine Video mit Broski, kein anderes. Ja, Justin, du kennst dich besser aus als ich. An, nimm Controller in die Hand, setz mich. Dummkopf. Die viele Videos wurden noch gelöscht. Ist ja dumm, Digga, Alter. Er kennt sich einfach unnormal scheiße aus. Ich hin, sehe gut aus, guck mich an, ich bin entspannt. EA Sports sitzt in the game. Hier ist meine Tastatur, meine Maus, die habe ich geschenkt bekommen von Johannes. Dankeschön, Johannes nochmal. Das ist ein Freund von meinem kleinen Bruder. BMW, mein Erstwagen. 28.01. haben wir Misaki gekauft. Was? Lange Haare standen dir viel besser. Ich habe ja auch Glatze jetzt, Bro. Du kannst ja nicht jetzt vergleichen mit den langen Haaren, sondern musst meine Frisur davor nehmen.
RBLZ-Vertrag, 18.03.2022. 1,5 Jahre, krass, so lange kenne ich Umutschen. Nee, bisschen länger. Bisschen länger wäre ich, da habe ich unterschrieben. Digga, guckt euch das mal an, hier steht fett einfach mein Name. Ja, im Stadion. Hey Ahmed, was machst du hier? Was ist los? Ich bin Profifußballer bei Leipzig, der Neue. Ja, willkommen, aber du weißt schon, dass du für Rebels engagiert bist, nicht für RB Leipzig. Nein, in der E-Mail stand RB Leipzig. Profifußballer. Hier wirst du Umut und anders hoch im Raum, in den E-Sports-Raum, also bist für Gaming engagiert. Aber Abu Khalif hat gesagt, ich werde Profifußballer. Geil. Alter, WM-Sieg, 19.07. Chat W's, da hat Umut nicht nur die WM gewonnen. Einen Tag vorher habe ich für mich selber beschlossen, nie wieder Alkohol zu trinken, nie wieder zu rauchen und einfach generell, ja, nie mehr Alkohol, nie mehr rauchen. Das war ein Tag davor. Da habe ich aufgehört. Also ich habe noch nie Zigaretten geraucht, ne? Nicht, dass es irgendwer denkt. Noch nie. Aber ich pfeife immer geraucht. Sehr oft sogar. Ja, da habe ich aber aufgehört. Geil. August 2022. Boah, das war vielleicht das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe, Chat. Mir die Haare schneiden im Stadion. Aber da sind richtig viele Aufnahmen leider kaputt gegangen. Das Mikrofon hier hat einfach nicht funktioniert. Das war richtig kacke. Du musst einfach random Aufnahmen von so Zuschauern vor uns benutzen. Hey, hier gibt es Sachen, die ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Das von einer deutschen Marke. Also sieht nicht mal lecker aus, aber trotzdem noch nie gesehen. Ich verstecke die einfach im Einkauf. Es war am Ende 435 und zeige ich euch das erste Mal meine... Erste Mal Mama Loco, als ob! Ich wusste gar nicht, dass ich meine Mutter so einmal vorgestellt habe. Mama. Mama! Komm, komm rein ins Video. Doch, komm einfach. Guck mal hier, Chat, warte. Ah, okay. Mama! Komm, komm rein. Digga, man sieht's nicht. Komm, komm rein. Hier war einfach eine Liste mit so Videoideen. Hustler Hammer Chat. Ich hatte an der Tür immer so zwei Listen, immer so. Und dann habe ich nur die besten Videos genommen. Ins Video. Doch, komm einfach. Das hier ist meine Mama. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, was die wahrscheinlich wissen wollen, okay? Nervig, wenn ich meine Videos aufnehme? Ja. Also hört man mich? Ja, richtig. Ja, sag was dazu. Ja, ich... Ja, richtig, allein reicht nicht. Du musst richtig antworten. Das nervt mich. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf. Wie? Hä? Dann wird das ja heißen, dass mein YouTube-Kanal kaputt geht. Wie leiser die ist. Ja, ich werde nicht leiser, ich werde wenn dann lauter. Sag noch irgendwas an die Zuschauer. Weiterhin Haar mit angucken, ne? Ja. Und was sollen die noch machen? Einen Daumen hoch. Ja, und? Und bitte Kommentare über die Mama. Nein, das ist egal, das juckt keinen. Ja, abonnieren, musst du ja sagen. Abonnieren. Abonnieren! Nein, du warst nicht so hässlich. Das ist alles gut, vertrau mir. Junge, du machst dir zu viele Sorgen. Sobo, hier mit Omochat. Aha, erste Mal mit Profis. Beste Freunde, Chat. Hamid mit Ronaldo. Aber man sieht es ja gar nicht. Nein. Hot Chip, Digga. Guck mal hier, 30.10. haben wir vor einem Jahr haben wir Hot Chip gegessen, Chat. Trendsetter. Du nicht. Wallah, mehr isst du nicht. Dein Bildschirm, Edu. Boah, Digga. Du hast Hotchip. Ich hab Hotchip nach Deutschland gebracht, Chat. Bassa, bitte, Bassa. Der
Dach, kotz aus lieber. Bei Gott. Atmen. Digga, ich bin ehrlich gestorben. War das? Ich glaube, ich habe das sogar einfach so gemacht. Ich wollte den ausprobieren. Einfach, da kannte man den noch nicht, Chat. Das war so. Jetzt haben wir das schon richtig. Auch hier. Vor 11 Monaten war das sozusagen. Haben wir Glück gemacht, die One-Chip-Challenge. Krass. Nein. WM Freestyle, nehmt eure Flaggen. WM Freestyle, 2.12. Und schwingt sie hin und her. Ronaldo, Messi, Neymar, Putin, Manuel Neuer. Du fragst dich wer. Digga, das ist, wie lange ist das? 10 Monate her einfach nur. Holt sich den Pokal. Deutschland, Argentina, aber ganz bestimmt nicht Portugal. Oh mein Gott. Nein. Wir müssen einen Flug nach Katar buchen. Katar? Wir kommen! Let's go! Let's fucking go! Argentina go through. Not go through. WM-Finale. So world champion. World champion. Wenn er trifft, sind wir Weltmeister. World champions. Komm schon. Yes! Yeah! Yeah! Aha, direkt Wort gehalten. Und fandest du? Nice, war gut. Auf jeden Fall. Boah, so Strömming Challenge, Alter. Komm jetzt. Digga, schlimmer schmecken als riechen kann er nicht, Digga. Du hast recht. Es kann nicht schlimmer schmecken als riechen. Es kann nicht schlimmer schmecken als riechen. Guck mal, da war Neid schon im Chat. Es kann nicht schlimmer schmecken als riechen. Guck mal, da wollte ich so no reaction, das einfach essen. Ich hab's nicht geschafft. Ja, dann ist das halt so. Das ist groß, grau und hell. Dritter, erstes Mal mit Rohat hört sich so falsch an, Digga. Das war dritter. Vor 7 Monaten haben Rohat und ich uns, das war nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns vorher ein paar Monate gesehen. Halbes Jahr vorher, glaube ich. Ja, dann ist das halt so. Aber da war er das erste Mal bei mir, zu Hause. Groß, grau und erstes Mal mit Justin. Setz dich hin! Ja, man merkt, dass Justin das Video geschnitten hat. Der Teil mit Rohat ist einfach viel kürzer als der Teil mit Justin. Man merkt, Justin hat das geschnitten. Er dachte so, erstmal mit Justin, ein bisschen mehr Watchtime, Digga. Das ist wichtiger. Aber okay, ehrlich wichtig. Geht ab, Chat! Nein, Bruder, alles gut, ja? Oh. An meinem Geburtstag, laber kein. Ne, das ist nur an meinem Geburtstag rausgekommen. Das war nicht, das war am 5.4. Justin hat, glaube ich, die Daten von den Veröffentlichungen genommen. Ei, 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 sogar mit Namen und alles. Oh, mein Bruder. Wie sieht so eine erste Wohnung von irgendjemandem? 30.4. Roomtour. Das hier ist meine Real Talk, Roomtour war richtig nice, das Video. Ich gucke mir ab und zu die Roomtour sogar ab und zu an mit Freunden. Erste eigene Wohnung, aber diesmal ein größeres Zimmer und zwar das Gaming Setup. Kreisliga-Training, 26.07. Digga, das ist auch schon. Digga. Ja, 2 Monate her, okay, ist doch nicht so lange. Das Team, everything I got out the mother, told my truth, I shake that fake shit, they praise you, they minimize you behind you.
Das Projekt mit Fußball ist leider... Was ist inzwischen mit Fußball? Bruder, ich habe Kieferbruch. Ich darf 6 Monate keinen Fußball mehr spielen. Check meine neue Frisur aus, Leute! So schlimm war Glatze gar nicht, Loki. Ich finde die jetzt gerade sogar schlimmer als Glatze. Weil ich warten muss, bis meine Haare wachsen. Check dir dieses Zwischending, dieses Warten nervt. Ich komme auch gerade vom Krankenhaus. Ich war da. Kieferbruch, Digga, letzten Monat. Ich alleine, mein Bruder war auch da. Aber ihm geht's soweit, man das sagen kann, ganz okay. Scheiß auf meine Ex. 8.9.2023, 23 Freestyle. Ruft mich heute an, Mann. Schlafe nie wegen Stream wie der Sandmann. Ich liebe nur Geld und meine Mama, das ist klar, Mann. Hast kein Para, aber kauf. Digga, merkt ihr, wie unser Content sich so entwickelt hat? Von so. Digga, wir haben immer so Stufen. Und der ein oder andere, sein Geschmack wurde vielleicht nicht getroffen. Und es ist in so eine andere Richtung gegangen, wie der ein oder andere sich gewünscht hat. Aber Digga, immer das, worauf ich Bock habe, habe ich gemacht, Digga. Und darauf bin ich stolz. Ja, immer damals hatte ich Bock auf diese Videos und dann wollte ich das und das machen und dann wollte ich das und das und alles hat funktioniert. Bisher alles hat funktioniert, Digga. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Dadurch bist du jetzt der, der du bist. Ja, safe. Safe, 100%. Wir haben jetzt sozusagen, Digga, wir, Bruder, stellt euch mal vor, von diesen ganzen Joke-Liedern zu einem richtigen Lied. Einfach so ein richtigen Lied. Über Klanano. Ah, das war die Reaction, glaube ich. Auf 500, ja, das war die Reaction auf 500k. Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 500.000 Abonnenten. 500.000 Abonnenten, Digga. Wir haben 500.000 Abonnenten geknackt. Eine halbe Million Leute, die sich dafür entschieden haben, bei dem Kanal auf Abonnieren zu drücken. Eine halbe Million Leute, die irgendwann mal im Laufe sich dachten, ey, der ist cool oder der ist witzig oder das Video. Geil. Da haben wir Mama angerufen, glaube ich. Damals wegen Corona? Ey, Bruder, vom Kino für mich. Benjamin. Ey, die Stelle ist ja gar nicht drin, wo das wirklich brennt. Ey, wir haben das extra nochmal angezündet. Das ist einfach nicht drin. Kelleck. Kelleck. Warum trägst du keine Caps mehr? Keine Ahnung, Bro. Ich trage immer noch Caps. Ernst, ey? Ja. Die Geschichte ist cool.